Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Um ein Shop-System, das bereits mittlerweile seit 12 Jahren existiert und vor 2 Jahren vom US-Software-Riesen Adobe aufgekauft wurde, soll es im heutigen Video gehen. Die Rede ist von Magento und zwar in der 2. Version. Wie ihr die erste Hürde nehmt und dieses Shop-System bei euch installiert, erklären wir euch jetzt. Zuallererst begeben wir uns auf die Magento-Webseite in den Download-Bereich und sehen 3 verschiedene Methoden, das Shop-System zu installieren. Vom Hersteller selbst wird die Installation mittels Composer empfohlen, für den Open-Source-Entwickler steht die 2. Variante bereit, aber wir entscheiden uns für die, wie wir finden, schnellste Methode, den direkten Upload auf unseren Server. Deshalb scrollen wir runter und laden die Version 2.3.4 herunter, da wir für diese Version keine weitere Software zusätzlich installieren müssen, sondern nach dem Entpacken die Dateien einfach auf unseren Webserver hochladen können. Diesen Prozess zeigen wir an der Stelle nicht, da jeder einen anderen Webhosting-Anbieter verwenden wird und somit der Prozess sich minimal unterscheidet, allerdings in den meisten Fällen selbsterklärend ist. Sollte das bei euch nicht der Fall sein, schreibt uns gerne euer Problem in die Kommentare und wir versuchen zu helfen. Der Upload-Prozess kann je nach Internetleistung und Geschwindigkeit eures Servers etwas Zeit in Anspruch nehmen. Wenn dieser Upload-Prozess jedoch abgeschlossen ist, begebt euch in eurem Browser des Vertrauens, nachdem ihr euch euren Database-Namen, das Passwort und die Domain notiert habt. Letzteres gebt ihr als URL ein und schon wird der Installationsprozess gestartet. Dazu müsst ihr auf Agree in Setup Magento klicken, den Readiness-Test starten, seht damit, ob ihr alles korrekt hochgeladen habt und ob euer Server die Anforderungen erfüllt. Dann auf Next und die eben notierten Daten hier eintragen. Diese Informationen sind ganz individuell auszufüllen, je nachdem, welcher Zeitzone ihr angehört und welche Währung ihr verwendet. Gebt zuletzt eine gültige E-Mail-Adresse ein und verwendet ein sicheres Passwort. Wartet den Installationsprozess ab und begebt euch mit Launch Magento Admin in den Backend-Bereich eures neuen Magento Online-Shops. Ich hoffe, wir konnten euch damit die erste Hürde nehmen, sodass ihr nun in die Welt des E-Commerce starten könnt. Solltet ihr mehr über Magento erfahren wollen, beispielsweise wie man von Anfang an SEO-optimiert vorgeht und die Shop-Inhalte für Suchmaschinen interessant gestaltet, dann empfehle ich euch, unseren Kanal zu abonnieren, um die nächste Magento SEO-Folge nicht zu verpassen. In diesem Sinne viel Erfolg mit eurem neuen Online-Shop und erfolgreiche Verkäufe. Wünscht euch euer eBakery-Team.